Damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsnot. Meine Wenigkeit ist der Aladin. Das ist das schöne Spiel Sunken Land. Natürlich heute mit einem neuen kleinen Update nochmal nachgeschossen. Immer noch in der Beta-Phase V0.200. Gibt es heute ein kleines Update, beziehungsweise habe ich es heute erst runtergeladen. Und das ist nur minimalistisch, haben sie schön unten reingeschoben, sodass es keiner merkt. Aber es ändert unglaublich viel. Denn ihr habt mir ja geschrieben, es wäre doch cool, wenn man mal so eine Auflistung hat von den Bauplänen, wo was ist. Das werde ich auch tun. Ich habe mir schon einige aufgeschrieben, habe auch schon ein paar gefunden. Ein paar habt ihr mir geschickt, dafür danke ich euch nochmal. Finde ich cool, wenn ihr noch welche findet, dann bitte schreibt es auch in die Kommentare, egal unter welchem Video. Ich werde es lesen, werde es aufschreiben und werde es dann natürlich im nächsten großen Video, wenn dann das Update letztendlich vollständig da ist, euch präsentieren. Jetzt ist es aber so, die haben ein kleines Update eingefügt, wo man tatsächlich die Blaupausen sieht. Meine lieben Freunde, das ist neu. Und zwar seht ihr hier im Freizeitpark grün eine Blaupause. Auch bei Neptun gibt es eine Blaupause. Und Basis der Eisenschädel, Polizeistation, Seeschlangen, Außenposten, die haben wir zusammen gemacht, beziehungsweise habt ihr mir die ja geschrieben. Überschwemmtes Stadtzentrum gibt es zwei. Die eine kann ich aber nicht holen, da die in einem Gebäude ist, wo ich nicht reinschwimmen kann. Sehr interessant. Und. So, wenn ihr jetzt die Blaupause, hier sieht man es aber gut, dass ich es noch nicht eingesammelt habe, weil da kann ich es euch nochmal zeigen. Auch wenn ihr das Stadtzentrum 0% erforscht habt, werden die euch trotzdem angezeigt. Grün bedeutet, ihr habt es schon geholt, die wird natürlich nicht mehr angezeigt. Und weiß bedeutet, ihr müsst sie noch holen, die wird euch angezeigt. Wenn ihr über diesen Bereich schwimmt und dort reintaucht und in die Nähe dieser Blaupause kommt, wird die euch quasi vor euch angezeigt, wo die Blaupause ist. Und demzufolge ist die auch relativ einfach zu finden. Was nicht gesagt wird, ist, welche Blaupause das ist. Das heißt, ich werde trotzdem ein kleines Video machen, wenn es denn soweit ist, welche Blaupausen sich lohnen und wo es welche gibt, dass ihr selbst entscheiden könnt, okay, die lohnt sich jetzt für mich. Oder zum Beispiel Revolver ist nicht interessant, brauche ich nicht. Aber die große Towerflasche brauche ich zum Beispiel, ihr habt da schon geschrieben in den Kommentaren. Wenn ihr noch mehr findet an Blaupausen, dann bitte schreibt es rein. Ich muss aber dazu sagen, es gibt auch viele, die ihr in Tresoren findet oder in Kisten. Ich glaube, dass die nicht gleich sind bei allen, sondern variieren. Das kann halt zufällig sein. Ich glaube, das haben sie auch so gelassen. Ich glaube, das werden sie auch nicht ändern. Ich glaube nicht, dass wenn ich im Tresor den Jetski finde, dass ihr den dann dort auch findet. Man kann es mal probieren, ob das dann so ist, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, das ist wirklich zufällig, das ist auch so gewollt. Aber die Großteil oder einige der Baupläne, die findet man tatsächlich, ja, immer an derselben Stelle, wie zum Beispiel das tragbare Reparaturkit, die Taucherflosse oder auch die tragbaren, aufblasbaren Flaschen. Jetski habe ich auch schon gefunden, wie ihr seht, Armbrust haben wir schon gefunden. Ich war von einem guten Klunkertrachen noch mal ein bisschen suchen. Und auch die Batterien habe ich schon gefunden. Es gibt aber tatsächlich auch Blaupausen, für die Waffenteile. Und das ist jetzt in meinen Augen neu. Das ist, glaube ich, neu. Weil ich wüsste nicht, dass es die Blaupausen vorher gab. Weil es ging eigentlich nur bis zu dieser Linie. Wir haben ja auch die Lithium-Batterien, die habe ich jetzt gefunden. Ja, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, wo es die gibt. Kann ich euch aber kurz sagen in dem Video. Habe ich aufgeschrieben. Ohne Momentos. Lithium-Batterien gibt es im Lager des... Genau, das Lager des... Kann ich gar nicht lesen jetzt so, warte mal. Nee, ich habe kein Licht jetzt hier bei mir. Gut, das muss ich jetzt lesen. Warte mal, muss ich mal kurz gucken auf M. Weil wir waren vornehmlich... Ich glaube, das war... Wie heißt denn das gleich? Lagerhaus. Im Lagerhaus, genau, im Container. Da gibt's das im Lagerhaus. So war's. Wo ist das Lagerhaus? Ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Ist auch... Die haben halt die Karte umgestellt, ne? Früher war das woanders. Das weiß ich noch 100%. Ja, ist auch egal. Ihr wisst es auf jeden Fall jetzt. Also im Lagerhaus gibt es das in einem Container. Da findet ihr die Lithium-Batterien. Der Container ist außerhalb des Lagerhausbereichs. Aber da findet ihr zum Beispiel Lithium-Batterien. Und die sind halt jetzt neu dazugekommen. Für mich zum Beispiel. Und das Baukit hat eine gute Klungendrache gefunden. Auch die Armbrust haben wir gefunden und so weiter. Da mache ich ein Video. Wo gibt es das dann letztendlich? Habe ich aufgeschrieben, werde ich ein Video machen. Damit ihr auch wisst, ob sich das lohnt oder ob ihr sagt, ey, ich brauche jetzt das Reparaturkit nicht, aber ich will gerne die Schwimmflossen haben und dann wisst ihr, wo die sind und so weiter. Aber interessant ist erstmal, dass man tatsächlich einige der Blaupausen jetzt auch sieht. Das ist sehr, sehr gut. Wie ihr das findet, schreibt es mal rein. Ich finde, das macht das Spiel ein bisschen zu einfach, weil ihr jetzt halt wisst, okay, das sind Blaupausen, da kann ich die holen. Ein paar gibt es aber trotzdem im Tresor und vielleicht sind auch trotzdem noch ein paar versteckt. Vielleicht haben die auch nur ein paar eingefügt, die relevant sind, wobei ich sagen muss, dass die Küche oder der Herd zum Beispiel, der wurde von mir noch nicht gefunden. Es hat jemand geschrieben, ich glaube aber nicht, dass er den Herd meint,
in den Kommentaren. Bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr wisst, wo es die gibt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe den noch nicht gefunden. Und ich glaube, dass es halt noch nicht ganz fertig ist. Und was halt neu ist, dass es jetzt diese Baupläne gibt für die verschiedenen Waffenteile. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also das gab es, wie gesagt, das gab es vorher nicht. Definitiv nicht. Das wurde jetzt erst eingefügt. Was auch noch eingefügt wurde, das seht ihr jetzt gleich, wenn wir den Fahrerplatz wieder einnehmen. Nee, ich will nicht vorbeändern, ich will Fahrerplatz einnehmen. Wenn ihr jetzt einen Gegner abschießt oder eine Kiste lootet, dann seht ihr dort an dem Loot eine gewisse Zeit, die runterläuft. Bis ihr, oder bis der Loot verfällt, sage ich jetzt mal so, ne? Das ist bei allen Kisten so, die ihr lootet und liegen lasst den Sack. Der verfällt dann und dann kommt neues Loot. Auch interessant, gab es vorher auch noch nicht, ist auch neu eingefügt worden. Was es jetzt noch Neues gibt, ob es neue Stacks gibt oder ob es beim Händler neues Zeug gibt, habe ich jetzt nicht getestet, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich habe mich jetzt hauptsächlich auf die Blaupausen konzentriert, weil da wollten wir ein Video drüber machen, haben wir in den Kommentaren darüber geredet, fand ich auch cool, dass ihr mir da geholfen habt und uns Informationen beigesteuert habt. Deshalb habe ich das als Fokus genommen und habe da jetzt aber nicht geguckt, was gibt es jetzt noch Neues. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte rein. Ich weiß ja, dass ihr da sehr engagiert seid, was ich auch sehr, sehr cool finde, dass wir da so eine Community haben, die so mit uns zusammenarbeitet, macht sehr viel Spaß. Sollte der Ton wieder schlechter sein, laut und leise werden. Wie gesagt, ich sitze immer noch gerade vor dem Mikrofon, gucke auf den PC oder auf meinen Bildschirm. Ich bewege mich nicht nach links und rechts, immer noch für alle Leute, die das denken. Es liegt wirklich am Spiel, ich kann es nicht ändern. Ihr seht es ja auch in den Demos, da funktioniert es ja auch mit dem Ton, ne? Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Aber gut, das müssten sie immer noch hinkriegen. Ich war nicht bei der Tankstelle, bin aber leider draufgegangen, weil ich keine Munition mehr hatte. Klassiker. Und meine Rüstung down war. Das hätte auch mein Boot stehen. Und da kann ich euch das jetzt mal zeigen. Denn interessanterweise wird jetzt hier nicht mehr angezeigt, wo mein Totenschädel ist. Mal sehen, ob ich den jetzt noch finde. Also mein Loot, sage ich mal so. Weil die Tankstelle war ja vorher schon krass. Und da hat ja auch einer mal damals geschrieben, als ich die aufgenommen habe. Krass, bei mir waren 10.000 Gegner, bei dir sind nur 3. Und das musste ich ja schneiden, weil es halt einen Fehler gab. Und auch hier sind jetzt wieder nur 2-3 Gegner da. Die haben mich aber halt auch komplett zerschossen, ne? Da ist noch einer. Ich kann da echt noch raten, bau die AK, die ist echt geil. Also die, ich finde die mega gut. Die hat Bums, die trifft ordentlich. Wie gesagt, das Trefferbild ist immer noch ein bisschen, naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Und da seht ihr das auch, 9 Minuten 56 bleibt der Loot jetzt dort liegen. Und es kann jetzt tatsächlich sein, dass mein Loot, den ich verloren habe, dass der weg ist. Das wäre natürlich mega scheiße. Aber dann wäre es halt so. Ist ja auch nicht so schlimm, ist ja eh bloß der Testversion, das, wie gesagt, müssen wir eh alles löschen. Von daher spielt es keine Rolle. Wäre aber interessant, denn ich bin irgendwo hier an der Seite gestorben, das weiß ich. Aber ich sehe mein Totenkopf-Symbol nicht mehr. Also ich sehe nicht mehr, wo ich gestorben bin. Und auch auf der Karte bin ich ja ab und zu hier und da mal gestorben, habe es nicht wieder eingesammelt, weil es nicht relevant war. Und das wird auch nicht mehr angezeigt, ne? Also es kann tatsächlich sein, dass der Loot verschwindet. Und auch hier hatte ich, jetzt mal die Fresse jetzt, ich rede hier gerade, hatte ich Gegner abgeschossen und hier lagen noch Säcke. Also so Gegner-Drop-Säcke, die ich nicht komplett gelootet habe, die sind weg jetzt. Na? Also ihr seht, die Sachen halten auch nur eine gewisse Zeit. Oben war noch ein Gegner, genau. Einfach mal Fresse halten, Junge. Das wird ja, wie gesagt, wird auch, wenn man ein bisschen weggeht, die Zeit angezeigt, es bleibt genau 10 Minuten da. Und auch offensichtlich jetzt, hier bin ich gestorben, hier oben. Genau hier, ich war hier und habe versucht, einen Gegner abzuschießen und bin draufgegangen. Und das heißt, hier müsste mein Sack liegen, wo mein Loot drin ist. Es ist nicht mehr da. Leute, das müsst ihr bitte beachten, wenn ihr das Spiel jetzt spielt. Es ist die Testphase, also im Moment ist es völlig egal, weil es sich sowieso nochmal ändert. Aber im Moment ist es tatsächlich so, wenn ihr sterbt und den Loot nicht innerhalb von 10 Minuten wieder aufnehmt, wird auch euer Loot komplett gelöscht vom Spiel. Hat dadurch den Vorteil, dass es Speicherplatz spart, ganz klar. Jetzt haben wir auch zum Beispiel die Kiste gelootet und haben den Rest zurückgelassen. Und vorher war das so, dass die halt ewig liegen geblieben ist, solange bis ihr es halt genommen habt oder halt auch gelassen habt. Und jetzt habt ihr genau 10 Minuten Zeit, ne? Das heißt, alles, was ihr lootet, und auch Kisten, wo ihr sagt, naja, hole ich später, denkt dran, ihr habt nur 10 Minuten Zeit. Und wenn ihr sterbt, auch dann habt ihr nur 10 Minuten Zeit. Also im Bestfall habt ihr 2 Leute, die euch euren Loot wiederholen. Oder ihr habt da Pech gehabt, ne? Der Loot ist weg. Das, wie gesagt, müsst ihr beachten. Auch Gegner, die ihr liegen lasst, ich habe vorhin auch Gegner liegen gelassen, die ich jetzt erst einsammeln wollte, ja, sind halt weg, ne? Also die Granaten oder was auch immer drin war, ist nicht mehr vorhanden. Interessant. Das macht das Spiel wiederum schwerer. Finde ich krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie sowas einbauen. Gibt ein Teddy. Okay, krass. Brauche ich nicht kurz. Oh, guck mal, Bauplan. Nice. Guck mal, was wir da gefunden haben. Bauplan. Ja, no translation.
Präzisionsfertigung Empfänger erhöht den Schaden um 15%. Bap, haben wir jetzt als Bauplan gelernt. Interessant ist jetzt, wo kann ich das bauen? Wo kann ich das bauen? Kann ich es auf Inventar bauen, diese Waffenteile? Weil da, ja, die ist ja unendlich lang. Ihr seht auch, was man für Batterien braucht. Wir brauchen eine Batterie, Kupferbahn und elektronische Teile. Also für alle, die sich fragen, oder wie ich ja auch, die gedacht haben, wir brauchen dieses neue Material, Titanium, glaube ich, war es, für Lithium-Batterien. Nein, braucht ihr nicht. Ihr braucht Batterien dafür, ihr braucht Kupferbahn und ihr braucht elektrische Teile. Kann aber sein, dass ihr die Batterien mit diesen Teilen bauen müsst, weil ansonsten hätten die keine Relevanz bis jetzt. Also es gibt nichts, was ihr damit bauen könntet. Aber interessant ist echt, wo finde ich denn das Waffenteil jetzt? Ich könnte es ja jetzt bauen. Wahrscheinlich an der Waffenwerkbank, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Armbrust brauchen wir auch. Ne, brauchen wir ganz normal. Okay, interessant. Also das ist krass. Also weiß ich, wüsste ich jetzt nicht, wo kann ich das Waffenteil bauen, ne? Wahrscheinlich an der Werkbank. Wie gesagt, gehe ich davon aus, ganz straff. Kann ich jetzt nicht nachgucken, weil ich bin ja nicht in der Base. Aber es wäre die einzige logische Erklärung, ne? Ja, so sieht's aus, Leute. Das ist das neue Update. Findet ihr es gut, dass die Baupläne angezeigt werden? Findet ihr es schlecht? Schreibt es mal rein. Ich finde, es macht das Spiel ein bisschen einfacher. Man hat aber auch, ja, was heißt ein paar Nachteile. Aber zum Beispiel wurde jetzt hier kein Bauplan angezeigt, weil ich ihn eben in Tresor gefunden habe, dieses Waffenteil. Und das, denke ich mal, das wird auch so bleiben, dass die Waffenteile eben in Tresoren zu finden sind und nicht außerhalb der Map oder auf Containern. Hier ist auch kein Bauplan drin, okay. Und es kann auch durchaus sein, dass es noch Baupläne gibt, die nicht auf der Map angezeigt werden, die ihr finden müsst tatsächlich. Das kann sein. Ne? Wäre für mich jetzt nicht logisch, muss ich ehrlich sagen, weil, ja gut, da kannst du es auch lassen dann. Ne? Aber gut, es kann ja sein, dass nur die relevantesten angezeigt werden, das weiß ich natürlich nicht, ne. Aber ansonsten, das ist so das Neueste, was ich bis jetzt rausgefunden habe. Sollte es noch mehr neue Sachen geben, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ergänzt mich sehr gern. Ich habe, wie gesagt, mich jetzt hauptsächlich auf das fokussiert, was wir zuletzt besprochen haben. Es wird ein Tutorial-Video geben, wo man Baupläne findet. Zumindest die, die ich finde. Und dann ist es interessant, ob ihr die auch findet. Aber ansonsten kriegt ihr die jetzt halt auch angezeigt und könnt auch einfach hinschwimmen. Aber ihr müsstet halt so alle Inseln abschwimmen und gucken, okay, nützt mir da was, nützt mir da nichts. So mache ich ein Video und ihr seht sofort, okay, brauche ich den oder brauche ich den nicht. Unten V ist ja da auch hier in der Aktionsmenü. Frame Mode Auto in interaktiv. Ich habe keine Ahnung. So. Das hat jetzt einfach den Relevanz, wenn man jetzt mal guckt. AK. Ich halte gedrückt. Lade. Kann man voll Feuer schießen. Wenn ich jetzt F drücke. V meine ich. Haben wir Einzelschuss. Na, also V könnt ihr umschalten zwischen Schnellfeuer und Einzelfeuer. Ja, wenn ich jetzt gedrückt halte, mache ich halt einen Schuss. Für alle, die das wissen wollten, weil es eben unten nicht auf Deutsch steht, habe ich all die Videos nicht erwähnt, weil ich dachte, das ist eigentlich klar. Aber ich sage es jetzt halt mit. Hab da halt Einzelschuss. Und wenn wir jetzt nochmal V drücken, oder V muss ich noch durchdrücken, dann können wir hier komplett das Magazin rausjodeln, sozusagen. Ne? Interessante Sache. Schönes Ding. Für alle, die es nicht wussten, jetzt wisst ihr's. Könnt ihr umschalten zwischen Einzelfeuer und Schnellfeuer. So, wir haben auch jetzt noch 5 Minuten. 5 Minuten, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo auf der Insel, also wenn ihr jetzt euer Lager irgendwo hier habt, halt, keine Ahnung, und ihr seid irgendwo hier oben und sterbt dort, habt ihr genau 10 Minuten euren Loot wieder zu holen. Das wird interessant, das macht's auf jeden Fall knackiger, das Spiel, und das macht's auch sehr, sehr interessant, weil ihr könnt jetzt auch nicht mal die Gegner einfach abknallen, fahrt dann zurück, loadet erstmal alles ab, fahrt wieder hin, lootet den Rest, das geht nicht mehr. Also ihr müsst euch jetzt wirklich entscheiden, was ihr mitnehmt, weil es ist dann halt weg. Es spawnt nach einem Tag wieder, gerade die Kisten, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das eingestellt habt, aber nichtsdestotrotz habt ihr genau 10 Minuten Zeit. Das ist neu und sehr interessant, auch sehr spieleverändernd, wie ich finde. Auch da schreibt bitte mal rein, wie ihr das findet. Leute, ja, das war ein kleines Update, ein kleines Video dazu, aber war ja auch nicht viel. Trotzdem finde ich das jetzt schon sehr gravierend. Und ich bin gespannt, wann das große Update letztendlich offiziell rauskommt. Wir sind jetzt beim Händler, meine lieben Freunde. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch alles, was es Neues gibt. Zumindest das, was ich so gefunden habe. Wir sind jetzt hier beim Handelsposten. Und wenn wir bei dem Händler stehen und gehen nach rechts, haben wir jetzt hier eine neue Mechanik. No Translation gefunden, ganz klar. Und da können wir jetzt auch die Baupläne freischalten. Für die verschiedenen Sachen. Finde ich sehr interessant. Ist natürlich noch keine Übersetzung da, also das müsstet ihr wahrscheinlich auf Englisch stellen, dann hat man es wahrscheinlich wieder übersetzt, aber beziehungsweise wird angezeigt, was es ist.
Die meisten Leute, die aber das Spiel gespielt haben, wissen ja grob, ja, wie soll ich sagen, was halt gute Sachen sind und was schlechte Sachen sind, ne? Ihr habt ja zum Beispiel das große Magazin drin, ihr habt hier die Läufe drin und so weiter und so weiter und so weiter. Die können wir freischalten, indem wir einfach Waffenteile investieren oder eben hier moderne Waffenteile. Hier ist wieder Waffenteile. Ja, Waffenteile oder moderne Waffenteile bis jetzt zumindest. Können wir hier an dieser Maschine quasi das mal freischalten. Das können wir mal probieren. Zack, das haben wir hergestellt. Können wir nochmal herstellen. Okay, das ist ziemlich dumm. Du kannst zwar den Bauplan herstellen. Jetzt haben wir den Bauplan hergestellt und jetzt fahren wir mal zurück zur Basis und gucken mal, ob dann der Bauplan bei uns auf der Basis ja, realisierbar ist oder nicht. Oder wo wir ihn bauen können letztendlich. Ne? Denn beim Händler an sich gibt es nichts Neues. Habe ich schon geguckt. Es kann jetzt sein, dass auf den Inseln, wo wir schon waren und die befreit haben, dass es da neue Sachen gibt. Das habe ich jetzt noch nicht beobachtet. Interessant ist jetzt die Insel hier. Ist das unbekannte Ruine? Ich weiß gar nicht. Ja, Tatsache. Okay, krass. Naja, sieht irgendwie größer aus, oder? Verrückt. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall hier bei der Insel. Bei unserer Anfangsinsel. Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt den Bauplan gefunden. Und einen haben wir ja einen Tresor vorhin gefunden. Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da bei der Waffenwerkbank quasi die Teile jetzt einfach herstellen können. Hier kann man was zerstören. Gucken wir mal. Naja, also hier geht es schon mal nicht. Hier können wir es auch nicht herstellen. Nein. Hier kann man es auch nicht herstellen. Das ist ja interessant. Okay. Vielleicht beim Amboss? Nee, auch nicht. Okay. Reparieren. Ganz wichtig, Leute. Das ist immer ganz wichtig. Hier kann man auch nichts machen. Ist klar. Okay, das wundert mich. Ich hätte es gedacht, dass man es hier herstellen könnte. Kann man aber nicht. Aber vielleicht. Aber das wäre auch Quatsch eigentlich. Gibt es hier. Hat sich hier was verändert? Gucken wir hier nochmal rein. Nö, das ist gleich geblieben. Gleich geblieben. Auch gleich geblieben. Das ist auch gleich geblieben, hat sich auch nichts geändert. Okay, interessant. Aber wo können wir jetzt die Blaupausen-Waffenteile herstellen? Ne? Müssen wir jetzt mal durchgucken, Leute. Das findet man noch raus irgendwie, hoffe ich. Vielleicht hier wäre interessant. Ah, nee. Ja, Klamotten würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Macht es auch nicht, okay. Hier wäre, ist ja das drin, aber restlichen Waffenteile nicht. Hier auch nicht. Kann man bei Bau nochmal drauf gucken, was hier Quatsch wäre, aber nein. Nein. Hier wäre auch möglich. Gibt es aber auch nichts. Haben wir alles gebaut eigentlich? Bei Bett, okay, das kann sein, ja. Nee, ist aber auch nicht. Hier drüben ist es, hier drüben vielleicht bei Baupläne. Nee, ist auch nicht. Hier ist es auch nicht drin. Hm. Interessant. Bei Beleuchtung ist ja auch Quatsch eigentlich. Hier habe ich. Nein. Hier geht's nicht weiter. Okay. Interessant. Ha. Wo können wir jetzt die Waffenteile herstellen, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht. Steht auch nicht da, ne? No translation found. Ja, auf Deutsch immer nicht verfügbar. Aber hier kann man ja nur recyceln und hier kann man ja nichts. Kannst du keine Waffenteile herstellen. Also du hast die Blaupause gefunden, wo wir quasi die Waffen. Oder hier vielleicht, warte mal, gibt es hier noch irgendwo. Nee, gibt es nur die zwei. Wir haben jetzt die Waffenteile gefunden, die wir mit Blaupause herstellen können. Es kann jetzt sein, dass ihr irgendwo auf einer Insel noch eine Mechanik habt, wo ihr die jetzt quasi herstellen könnt. Dass es halt so eine Mechanik ist, die ihr nicht, oder eine Werkbank ist, die ihr so nicht hier habt. Ihr könnt vielleicht, aber es wäre auch Quatsch eigentlich. Nee, ist auch nicht. Okay, schade. Ja, nee, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ein bisschen Metall rausnehmen. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es bitte rein. Das wäre echt interessant. Also hier geht's. Es kann aber sein, das ist noch ein Fehler, ne? Dass es halt nicht angezeigt wird bei mir, keine Ahnung. Wäre jetzt auch nicht unüblich. Aber ich habe jetzt keine Werkbank, wo ich diese Blaupause, die ich letztendlich gefunden oder gekauft habe, herstellen kann. Macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ach, guck mal an. Jetzt kriegst du hier auch. Okay, das ist ja interessant. Ja, Standard-Hauptmenü. Warte mal, da gucken wir jetzt nochmal rein. Warte, vielleicht kann ich es nochmal lesen. Mal sehen.
Also wir kriegen jetzt keine Waffenteile mehr raus, sondern Blaupausen. Verstehe ich nicht. Ist das ein Fehler? Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die Waffenteile an sich dort herstellen kann, bei der Händlerin. Das würde Sinn machen, die Blaupause herzustellen. Und dann, okay. Ist der Sprit alle wahrscheinlich. Ja. Klassiker. Wenn man was zeigen will, ne? Wenn man was zeigen will, ist der Sprit alle. So, los geht's. Musst du wissen. So, was haben wir jetzt? Genau, hier steht's auch wieder. Warte, wir haben eine Blaupause. Da steht's. Description, bla bla bla. So, hier steht's. Standardkomponente des Hauptmaterials sind Abfallmetall. Das, keine Ahnung. So, die haben wir auch freigeschaltet. Ja, das, ich glaube, das ist ein Fehler tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, dass man die... Warte mal, jetzt muss ich tatsächlich mal vom Mikrofon weggehen. So, dass man die Blaupausen kriegen oder kaufen soll. Ich glaube, dass du tatsächlich die fertigen Sachen halt kaufst. Das, okay, wollte gerade sagen, das ist ein Fehler. Dass du die halt kaufen kannst. Das wäre sinnvoller, aber dass du jetzt davon eine Blaupause findest und kannst sie aber dann nicht herstellen, das macht ja keinen Sinn, ne? Also wir haben jetzt 3 Blaupausen freigeschaltet, jetzt wahrscheinlich sogar 4. Und können sie aber nicht verwenden. Wir können sie nicht herstellen. Also ich glaube, das ist ein Fehler, tatsächlich. Das soll, glaube ich, so nicht sein. Oder es gibt noch eine Werkbank, die ich nicht kenne. Oder es gibt auf einer Insel irgendwo was, wo man letztendlich jetzt die Blaupausen, oder wenn man die Blaupausen gefunden hat, die dann erst eintauschen muss. Weil hier ist es ja genauso. Also dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Du musst die Blaupause lernen. Und den Gegenstand haben wir ja aber schon. Ich kann es aber nirgendwo herstellen. Ist sehr interessant. Also gut. Liebe Entwickler, was soll das? Weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt rein. Ansonsten, das ist zumindest jetzt neu erstmal. Ob es so bleibt oder nicht, ob das ein Fehler ist oder nicht, werden wir sehen. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es irgendwo auf der Basis jetzt noch eine Werkbank gibt, die fest dasteht, die ihr nicht wegnehmen könnt, wo ihr, wenn ihr die Blaupausen gelernt habt, dort eben die Gegenstände auch extra noch herstellen könnt. Wäre jetzt für mich doppelt gemobbelt, weil so wie es jetzt war, war es eigentlich okay, dass ihr halt die Teile zerstört und kriegt durch Zufall einen Teil raus. Das kann jetzt zum Beispiel mit dieser Schreckensburg zusammenhängen. Ich glaube, die hieß so, ne, Schreckensburg war es, wo ihr diesen Automat findet, dass wenn ihr die Blaupause gefunden habt, dort eben die Teile herstellen könnt. Dass nur die Teile hergestellt werden können bei Eintausch, die ihr durch Blaupausen gelernt habt. Würde für mich aber trotzdem keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier Waffenteile zerstöre, warum ich dann Blaupausen rauskriege. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, wer weiß als ich, schreibt es bitte rein. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Hoffe, ihr bleibt dabei bei Sankenland. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss mit euch.